ist ein super Gefühl, hier zurückzukommen. Also ich glaube, ich vermisse die Jungs sehr. Nach dem eben Gesehenen erübrigt sich eigentlich die Frage, ob du in Chemnitz angekommen bist. Ich glaube, einen besseren Regisseur aus der hinteren Reihe kann man sich gar nicht vorstellen, als das, was du heute abgeliefert hast. Dankeschön. Also nehme ich dankend entgegen. Ist so ein bisschen aus der Not geboren. Ich habe das letzte Woche mussten wir umstellen innerhalb des Spiels gegen Greifswald oder unter der Woche. Und dann hat der Trainer mit mir gesprochen, hat gefragt, ob ich das schon mal gespielt habe. Habe ich gesagt, nee, mit meinen 30 Jahren noch nie. Aber es geht ja auch nicht um mich persönlich, es geht um die Mannschaft. Wir sind stark gebeutelt, was den Kader betrifft, müssen dann so ein bisschen experimentieren. Und da geht es nicht um Einzelschicksale, da geht es darum, dann den Job bestmöglich zu erfüllen. Und da versuche ich dann, dort, wo ich der Mannschaft helfen kann, zu helfen. Und wenn es dann in der Innenverteidigung ist, dann versuche ich da, das Beste draus zu machen und der Mannschaft da hinten Stabilität zu geben. Und leider hat es nicht gereicht. Deprimierend, weil wir natürlich auch viel Aufwand betreiben. Und dann aber so ein bisschen jugendlich sind in der einen oder anderen Szene. Da sieht man schon, dass uns da dieser Herrenfußball so ein bisschen abhanden kommt oder abgeht. Und wir schnellstmöglich daraus lernen müssen aus diesen Ergebnissen und aus diesen Fehlern, um dann auch Spiele zu gewinnen, weil darum geht es letztendlich. Im Spiel hast du jetzt ein Energietrikot umgehangen, mit wem hast du getauscht? Ja, ich hätte, glaube ich, mit 10 Spielern gerne getauscht oder 11. Also ich merke, es ist ein super Gefühl, hier zurückzukommen. Also ich glaube, ich vermisse die Jungs sehr. Ich bin mit einigen auch über den Fußball hinaus befreundet. Wir sind wöchentlich in Kontakt. Es fällt einem nicht so leicht und ist aber trotzdem sehr, sehr schön, hier zurückzukommen. Von daher ist es jetzt Hoffi geworden. Habe aber gerade mit Axel schon geredet, dass ich nochmal nach dem Trikot frage und suche beim Zeugwart, ob es noch eins gibt. Dann würde ich gerne mit Axel auch tauschen. Mit Dennis Lamar habe ich schon das ein oder andere Trikot getauscht aus den vergangenen Jahren. Mit Dominik Pelivan auch. Also von daher, du musst ein verdammt großes Haus haben, ne? Ja, nein, aber es ist schön, dass man, habe ich eben auch zu den Leuten gesagt, dass man so empfangen wird, so zurückkommt. Das bedeutet mir viel. Das ist dann manchmal wichtiger auch als alles andere, die Verbindungen im Leben, die Menschen und die Begegnungen. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass man sieht auch, dass man hier mit offenen Armen empfangen wird und man dann auch geschätzt wird, glaube ich, als der Mensch, der man ist, wenn man zurückkommt. Ja. Wenn es ja bei deinem Abschied so den ein oder anderen Misston gegeben hat, unabhängig davon vom Wahrheitsgehalt, was dann nun stimmt und was nicht, vor dem heutigen Spiel hat mir der Trainer Wollitz gesagt, ja, ihr habt euch ja auch in Berlin getroffen, habt schön zusammen Abendbrot gegessen, auch mit dem Co-Trainer und habt alles ausgeräumt, was da so war. Gab es heute einen Handshake? Ja, definitiv. Ich hatte tatsächlich gestern dieses Interview von einigen Seiten zugespielt bekommen und zugeschickt bekommen und war am Anfang total perplex und total überrascht und geschockt. Und das ist überhaupt nicht das, was ich bezwecken wollte mit dem Interview. Überhaupt kein Nachtreten, kein respektloses Verhalten. Wer mich kennt, glaube ich, der weiß, dass das gar nicht meine Art ist. Hatte daraufhin versucht, sogar den Trainer anzurufen und mit ihm ein Gespräch zu führen. Ich versuche es jetzt gleich nochmal, ihn zu erreichen, weil der Trainer und ich immer ein sehr, sehr respektvolles Miteinander gepflegt haben. Und dass da jetzt irgendwas zwischen uns steht oder irgendwas fehlinterpretiert worden ist, das möchte ich nicht. Das ist mein Bestreben, dass wir da reinen Tisch machen und irgendwas, was zwischen uns steht, dass wir das ausräumen.